Der Penner in der Gasse. Lustig. So. Da ist nur Wasser. Aber da komme ich sicher irgendwie drüber. Da vorne ist eine Brücke. Aha. Aha. Hier irgendwo sollte der Eingang sein. Ah, da ist er ja. Das wäre dann, wenn wir das geschafft haben, das vierte. Und dann fehlen nur noch zwei und dann haben wir die Überrüstung vom guten legendären Alter Ehe. Ja, ja. Alter Ehe ist ja hier in dem Zeitalter, wo der Ezio lebt, eine Legende, über den nicht sehr viel bekannt ist. Ich finde schade, dass ich ihn erst nicht beenden konnte. Auch wenn mir das Spiel, mir gefällt es natürlich, aber es ist sehr, sehr eintönig. Auch im Let's Play war das ziemlich zäh zu kommentieren, wenn man immer dasselbe macht. Trotzdem hätte ich es extrem gern beendet. Schade eigentlich. Das hätte ich sonst schon längst fertig. Das ist ja monatelang her, wo ich das angefangen habe, das Let's Play. Das wäre längst fertig. Ja, und der Legendary, weil ich jetzt bei längst fertig bin, der schreibt mir unter fast jedes AC2-Video, dass er nicht glaubt, dass ich alles schaffe bis zu Black Flag. Der glaubt irgendwie, dass das eine Wette oder sonst was ist. Wobei ich hier eigentlich nur einen schönen Übergang machen will. Das hat nichts mit Wetten oder sonst was zu tun. Und ich glaube eigentlich schon, dass ich schaffe. Notfalls werde ich halt natürlich zwei Parts pro Tag raushauen. Je nachdem, weil ich möchte unbedingt diesen Übergang schaffen. Ich habe das so selten geschafft. Eigentlich noch nie. Bei so vielen Games wollte ich schon das Neue machen. Und einfach die Alten alle schön auf dem Kanal haben und so weiter. Und jetzt habe ich so viel geplaudert, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass man hier eine Zeitbegrenzung hat. Ja, und das, stehst du? Oh Mann. Aber auch jetzt nur, weil ich so blöd gesprungen bin. Sonst wäre sich das locker ausgegangen. Ich finde die Kamera scheiße, gerade in dem Moment, wo es aufgeht. Oh Gott, der hat mich ja fast erdrückt. Hoch da. Ich will doch die Stange da benutzen. Oh Mann, hätte ich eigentlich gleich ohne Stange weitergehen können. Egal. So. Aha. Moment mal. Aha. Nee, Blödsinn. Da muss ich doch hier hoch, oder? Nö. Wie war das nochmal? Ich sehe ja, dass wir da oben irgendwo ran müssen. Da. Guckt mal, da kann man sich festhalten. Aber wie komme ich da hin? Hä? Moment, ich gehe mal hier hoch, dann habe ich einen besseren Überblick. Hm. Kann man sich etwa an dieser Stelle einfach... Nee, es kann nicht sein. Wobei, es kann nicht sein, sollte man nicht sagen. Einfach mal ausprobieren und dann weiß man, ob es sein kann oder nicht. So. Weil umsonst gibt es ja das nicht, oder? Ah. So schnell kann man sich täuschen. Okay, aber Tatsache ist, dass ich hier einfach immer wieder hoch kann. Okay. Hm. Peile ich nicht. Wie war das nochmal? Es ist einfach so furchtbar lange her, Freunde. Da kann ich mich natürlich nicht an alles erinnern. Das ist ja mehr als logisch. Ach, gucke mal. Ich musste hier hoch und gar nicht, das. So wurde ich dann so. Ach ne, Blödsinn, ich muss doch in den anderen Raum. Ich dachte schon, das wäre der richtige Weg gewesen. Das hätte mich jetzt aber stark gewundert, ehrlich gesagt.
Verstehst du? Wie komme ich da hoch zur Hölle? Alles viel zu niedrig und keine Ahnung, irgendwie. Ja, da drüben, aber das Problem ist, ich komme ja nicht mal dahin, das ist es ja. Übersehe ich irgendwas? Das kann natürlich sein, ich übersehe sicher irgendwie etwas, wo ich eigentlich hoch kann. La, 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 la. Komm schon. Hä? Okay, lass mich mal nachdenken. Das kann ja nicht so schwer sein. Manchmal wirklich, ich bin so blind und dann wenn ich sehe, ärgere ich mich wieder. Weil es so offensichtlich war. Ist doch immer dasselbe mit mir. Nee, aber eins ist klar. Wenn ich ins Wasser falle, komme ich nur auf eine Weise hier wieder hoch. Und das ist die hier. So viel ist klar. So viel habe ich verstanden. Und dann kommt man hier rüber. Aber man kann doch nicht umsonst um die Ecke gehen. Kann ich hier irgendwo mich festhalten? Nee. Okay, war ein Versuch wert. Was könnte gemeint sein? Seltsam. Freunde, ich hänge hier fest. Ich weiß nicht, wie es geht. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich kann mich erinnern, dass ich beim ersten Mal durchspielen hier auch ein bisschen rumgehangen bin, aber wie ging das denn nochmal? Übersehe ich irgendwie etwas, wie ich springe, wo ich springen könnte? Nee. Ich dachte vielleicht, dass ich mich hier einfach so rüberhangeln kann, aber es geht nicht. Bin ich echt so blind? Freunde, kurzer Cut. Ganz, ganz kurzer Cut, damit ich mich hier orientieren kann. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder zurück zu Assassin's Creed 2. Ach du Scheiße, war das jetzt peinlich, Freunde. Ich muss doch hier nur untertauchen. Das Dumme ist, das Spiel sagt das dann einem erst, wenn man hier ganz nah an das Ding ranschwimmt. Fuck, das war so unnötig gerade. Mensch, ich bin so schwer vom Begriff manchmal. Ist ja wurscht. Jetzt haben wir's ja. Na, aber holla. Hö? Hö? Ah, jetzt geht's. Hö? Ja. Genau. So. Vielleicht muss ich nee. Jetzt aber. Und hopp. Und hopp. Scheiße das gewesen, wenn du fast ganz oben bist und dann abstürzt. So. Oh. Da ist ja eine Wache. Ich habe fast gar nicht gesehen. Ja, jede Menge Wachen sogar. Aua. Das tut weh. Also aus so einer Höhe möchte ich nicht fallen. Ist das ein Nahkämpfer, Freunde? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Tja. Dummheit. Das sind diese Soldaten. Ich verliere ihn. Lol, irgendwie war jetzt das Luftattentat verpackt.
Das hat man richtig gesehen, dass das ein Bug war. Okay. Scheiße. Das war nicht sonderlich intelligent, Freunde. Egal. Geht doch so auch. Mir fällt auf, mit der verborgenen Klinge in AC2 war es gar nicht mal so easy zu kontern. Wo war das dann, wo es so verdammt schnell ging und so? Ich glaube, das war ACB, ne? Und ACR. In den zwei Teilen war das extrem einfach, mit der verborgenen Klinge zu kontern. Hier war das noch was Besonderes, habe ich fast schon ein Gefühl. Das ist, es war nämlich nicht so leicht. Ich höre da was glitzern. Hä? Das Glitzern kommt von oben. Hä? Irgendwo hier glitzert doch was. Zumindest hört man was. Ach, da. Nee, das kann es nicht sein. Hört sich nach so einer kleinen Kiste an. Naja, wurscht, da ist eh nur Geld drin. Eh nicht so wichtig. Geld machen wir ja genug mit der Villa schon. Muss man schon sagen. So. Meine Festplatte ist auch leider gleich voll. Das heißt, so eine lange Aufnahmesession kann ich eh nicht mehr machen. Bin aber eh schon fast bei 3 Stunden, also eigentlich eh eine schöne Session. Ich hätte zwar eigentlich liebend gern weitergemacht, aber ja, Festplatte erlaubt es mir halt nicht. Ich habe heute auf Amazon geguckt und da gab es eine, die gar nicht mal so teuer war. Aber ich kenne mich da nicht so aus. Ich muss da den Hellgaming nochmal fragen, welche er drin hat, weil der hat sich eine gekauft, eine 2 TB für intern. Also nicht extern, sondern intern. Und ich möchte auch eine interne haben. Ich bin da nicht so der Fan von extern, das dauert immer ewig, bis man das rübergezogen hat, die Dateien. Und ich möchte ja aufnehmen und auf eine externe aufnehmen, das kannst du ja meistens nicht, weil die eher langsam sind. Und dann ruckelt die Aufnahme, verstehst du? Und deswegen muss ich gucken, dass ich irgendwie eine 2 TB intern kaufen kann. Und seine ist da gut, weil der hat sich eine gekauft, da ruckelt es eigentlich nie. Also sollte die auch bei mir funktionieren. Ah, da kommt er ja. So bleibt denn der plötzlich stehen. Na komm. Na komm. Nö, will er nicht. Dann stirb halt. Ich meine, gestorben wäre er sowieso. Okay. Ja, Aha. Okay, der ist schon mal finito. Was? Hier? Wo? Hinter mir? Hier soll doch eine Wache sein, laut Karte. Jetzt ist sie wieder unten. Komisch. Wo muss ich hin? Oh. Das ist doch nicht etwa... Nö. Nein, Scheiße. Komm her, du Drecksack. Greif an! Kommt er da einfach die Leiter hochspaziert? Hat mich irgendwie total erschreckt. Hä? Ach, da, oder? Nee, da muss ich nicht lang. Moment mal. Jetzt schon total irre. Ja, stirb. Du bist ja alleine. Du bist alleine hier, Mann. Da bringt nichts mehr, wenn der Sach schneidet in den Weg ab. Okay. So, jetzt kann ich wenigstens hier checken, um was überhaupt geht. Aha.
So, erstmal hier hoch. Komme ich dann darüber? Nee. Hm.